zurück bei Caligula zockt. Outlast 1 im Wahnsinnsmodus. Es geht weiter. Wir müssen uns hier an diesen Typen erstmal vorbeimogeln. In der Hoffnung, er steht nicht auf, beziehungsweise greift uns an, weil erleben tut er noch. Es hat geklappt. Es hat geklappt, Leute. Aufgeschrieben. Oh, die Musik. Der Zeuge? Der Zeuge? War das? Das hatten wir schon. Das hatten wir schon. Eine Reihe ge... Eine Reihe ge... Was? Eine Reihe Was? Gerochener, eine Reihe gerochener Start Männer? Start auf einen leeren Fernseher. Das sind der gerochene Männer, Leute. Haben die einen speziellen Geruch? Haben die einen speziellen Geruch, oder was? Also ich würde mal sagen, es heißt, also ich würde mal sagen, es heißt gebrochener Männer, oder was? Eine Reihe gebrochener Männer start auf einen leeren Fernseher. Sie sehen aus wie Patienten. Sie haben überlebt, was hier geschehen ist. Aber sie sind nur noch eine Hülle. Okay. Okay. Was ist denn das für ein Fernsehprogramm, Leute? Weiß gegen Schwarz oder was? Wer gewinnt? Der Arm, Alter. Lasst euch doch mal behandeln, Leute. Ich glaube, das habt ihr schon, deswegen seid ihr so. Okay. Steht der Typ etwa auf? Steht der Typ etwa auf? Da blinkt doch was, das sieht aus wie eine Schlüsselkarte. Das sieht aus wie eine Schlüsselkarte, Leute. Brücke, lalala, mach ich. Die Schlüsselkarte. Das ist schon irgendwo bewegt kurz. Überall sind die Telefone nicht aufgelegt. Überall sind die Telefone nicht aufgelegt, ey. Mit Objekte? Inventar, die Schlüsselkarte für den Sicherheits. Okay, gut. Da ging's ja nicht weiter. Da ging's ja nicht weiter. Wieder zurück, oder was? Kommt mir bloß nicht zu nahe. Da kommt mir bloß nicht zu nahe, ihr Wichser. Mit dem, der weint, oder wie? Alter Verwalter, ey. Get him out! Alter! Warum weiß ich das nicht mehr? Aua! Weg! Weg! Ich will nicht mehr.
ist er? Wo ist er? Ist er tot? Nein, ist er tot? Bleib bloß sitzen, du Stück. Bleib bloß sitzen, du Stück Scheiße. Oder liegen, besser gesagt. Kack. Ich hau, er würde gerne abhauen. Bloß leider sind die Türen alle zu. Embryo. Geht auch von hier nicht auf. Ich habe so langsam keine Batterien mehr, also keine Energie mehr. Ich brauche dringend Batterien. Ich muss mich erstmal hier umgucken. Vielleicht ist hier irgendwas. Hier, jawohl. Läuft. Und hier rein. Okay, gut, dann heißt es, okay, jetzt, gut, da, dann heißt es jetzt da zum Sicherheitsterminal, oder was? Du kannst nach hinten schauen, indem du laufen, im Laufen L2 oder R3 gedrückt hältst. L2 und R2. Ah, okay, ich verstehe. Beim Sprinten geht es aber nur. Okay. They lie. Sie lügen. Alter, irgendwann steht hier einer auf, von denen ich sehe das kommen. Wir machen. Achso, den Notzugang öffnen, den Haupteingang, ja. Machen wir doch mal. Versteck ich im Schrank? Das ist der Typ, der uns runtergeschmissen hat. Nee, oder? Hau ab, du dickes Schwein! Hau ab! Gut. Wo ist der hin? Was ist jetzt mein Ziel? Schalte den Generator im Keller neu. Jetzt müssen wir in den Keller gehen, Alter. Oh, das wird doch mal einladen, ey. Mir geht die Poperze, Leute. Eigentlich offen. Da war gerade eben noch zu, wer ist da durchgelaufen? Der Dicke? Kann nicht sein. Vielleicht ist er daher gekommen.
Ultra-Programm, CIA-Dokument, bla bla bla. Treff hypnotische Experimente und Forschung, 10. Februar 1954. Am Mittwoch, den 10. Februar 1954, wurden die hypnotischen Experimente und die Forschung im Gebäude 13 im Mount Massive Reserve in Colorado mit folgenden Testpersonen fortgesetzt. Text gekürzt. Oder eine Posthypnose der vorangegangenen Nacht, Finger zeigt, du schläfst, durchgeführt. Miss Jackson und Miss Pierce fielen sofort ohne weitere Anweisung in einen tiefen hypnotischen Zustand. Miss Pierce wurde dann angewiesen, sie hatte vorher ihre Angst vor jeglichen Feuerwaffen mit zum Ausdruck gebracht, alle ihr zur Verfügung stehenden Mittel zu nutzen, um Miss Jackson, die sich nun in einem tiefen hypnotischen Schlaf befand, zu wecken. Wenn ihr dies nicht gelänge, würde sie eine in der Nähe befindliche Pistole ergreifen und diese auf Miss Jackson abfeuern. Ihr wurde gesagt, dass ihre Wut so groß sei, dass sie nicht zögern würde, Miss Jackson zu töten, wenn diese nicht aufwacht. Miss Pierce würde diese Anweisung genau ausführte, feuerte auch durch die ungeladene Luftdruckpistole auf Jackson ab und fiel anschließend in einen tiefen Schlaf. Nach entsprechenden Anweisungen wurden beide geweckt und konnten sich an den Vorfall nicht erinnern. Miss Pierce wurde die Pistole erneut gereicht, die sie aber im wachen Zustand nicht berühren oder vom Therapeuten entgegennehmen wollte. Ich stritt den vorangegangenen Vorfall vehement ab. Okay, also ich weiß, Dose habe ich ja gehört, soll ja auch teilweise funktionieren. Mein lieber Scholli, ey. Also was die hier so durchgeführt haben, ich will es gar nicht wissen. So genau. Scheint das so sein hier. Schalte dir mal die Gaspumpe ein und ich Batterie habe keine mehr, verdammte Batterie mehr, Mann! Alter Leute, ich sage so wenig, weil das Adrenalin, das Pumpen hier. Ich brauche eine Batterie. Ich hab Angst, irgendwas zu triggern. Alter, ich hab keine Batterien mehr, Leute. Ich muss erstmal eine Batterie gucken. Leute, es tut mir leid. Da leuchtet was. Bitte lass es eine Batterie sein. Nee, die Pumpe. Alter, scheiße, die funktioniert nicht mehr richtig, die Kamera. Scheiße, Alter. Leute, was mache ich denn jetzt? Ich habe keine Batterie mehr, ey. Albtraummodus. Wenn ich jetzt hier scheiße, ich weiß nicht, was jetzt hier passiert. Ich könnte mir vorstellen, dass hier jetzt zum Kampf kommt. Hier war die eine Tür, ich muss es schnell machen. Wo war die andere Tür? Da war die Tür. Dann drück ich erstmal den Knopf, Alter, die Schnauze voll, ey! Es muss doch irgendwo eine verdammte Batterie sein, ey. Vielleicht in den Schränken? Verstecken. Keiner ist offen, ey. Hier drinne? Noch nicht.
Das war's, Leute, das war's. Das war's ehrlich. Da war irgendwo! Hab doch die beiden Puppen angemacht, verdammt! Au! Nein, das war's. Ich seh nicht mehr durch. Au! Scheiße. Scheiße. Es ist zu schwer, Alter. Es ist zu schwer, Alter. Es ist zu schwer ohne Batterie. Das war's. Ende aus Scharlatan, ey. Ende aus Scharlatan, ey. Ende aus Scharlatan. Ende aus Scharlatan. War's, Leute. Leider nur drei Folgen, aber. Leider nur drei Folgen, aber was soll man machen? Es war ein Let's Try. Es ist zu schwer, man hat. Es ist zu schwer, man hat extrem wenig Batterien. Das. Das. Ja. Das bringt's nicht. Das bringt's nicht. Ich dachte, ich hätte beide Dinge angedrückt, aber warum der Generator immer noch nicht funktioniert hat, keine Ahnung. Das Spiel beginnt jetzt hier wieder von vorne. Das Spiel beginnt jetzt hier wieder von vorne, weil, wie gesagt, das ist der Albtraummodus ohne Speicherpunkte. Schade, schade, schade. Aber schade, schade, schade. Aber na gut, was soll's sein? Ich hab jetzt folgende Idee. Ich hab jetzt folgende Idee. Ich werde das Let's Play fortsetzen, allerdings im. Moment, ich zeig's euch mal. Wir machen dann genau an der Stelle weiter. Wir machen dann genau an der Stelle weiter. Ich werde bis dahin spielen, wo ich gerade gestorben bin. Allerdings werden wir mit Speicherpunkten machen, weil das ist sonst zu pervers. Im Albtraummodus. Das machen wir dann, ne? Das machen wir dann, ne? Also, wir sehen uns in der nächsten Folge bei Caligula Zockt Outlast 1, diesmal dann im Albtraummodus. Wahnsinnsmodus hat leider nicht funktioniert, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Das ist echt schwer. Man hat erstens nur zwei Batterien, also maximal kann man zwei Batterien mit sich tragen. Und zweitens gibt es nur ganz wenig Batterien bei dem Wahnsinnsmodus und wie gesagt, keine Speicherpunkte. Da muss man extrem aufpassen. Da muss man extrem aufpassen. Leider nicht funktioniert. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Wenn es heißt Caligula Zockt Outlast 1 im Albtraummodus. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.